Hallo YouTuber und Hardware-Freunde, willkommen zum heutigen Video. Wir zerlegen ein Asus X73B. Das gute Stück kam mit Virenproblemen zu mir. Allerdings habe ich festgestellt, wo ich das DVD-Laufwerk mal aufgemacht habe, dass er ziemlich staubig von innen sein könnte. Also wir schauen einfach mal rein, wenn er gerade da ist, und machen den gleich mit sauber. Von der Sache her, was brauchen wir? Ich habe mich wieder mal mit den üblichen Dingen bewaffnet. Ein Pinsel, der sich nicht statisch aufladen kann, Isopropylalkohol, Küchentücher, Druckgasspray, neue Wärmeleitpaste und einen Plastikspatel, um sie aufzutragen, eine kleine Auswahl an Schraubendrehern und ein kleiner flacher Schraubendreher. Wofür wir den brauchen, seht ihr an passender Stelle, der ist nur in einem Moment gebraucht. Bevor wir mit dem Schrauben beginnen, erdet euch selbst an einer blanken Stelle der Heizung. Stellt nochmal sicher, dass ihr nur Baumwollklamotten tragt, von den Socken bis zum T-Shirt, alles nur Baumwollklamotten. Denn wir wollen möglichst vermeiden, dass ihr euch statisch aufladet. Wer den extra Schritt gehen will und irgendwie ESD-Schuhe oder ESD-Matte und Armband anziehen möchte, kann das gerne tun. Hier halt nur, das sind so die grundlegenden Dinge, die ihr beachten solltet. Blanke Stelle der Heizung berührt, Wasserrohr oder ähnliches geht auch. Und auf los geht's los. Ihr habt hier diese Verschönerungen, die beiden Aufkleber. Das hier ist so ein hochstehender kleiner, ich sag mal Pseudokristall. Wenn ihr sowas auf dem Laptop habt, passt auf, ihr wollt irgendwas drunter legen, was verhindert, dass Druck auf diesen Punkt nur entsteht, dass halt der Druck flächiger verteilt wird auf dem Laptop. Deshalb habe ich mir ein Küchentuch drunter gelegt, was ich so gefaltet habe, dass dieser Kristall vom Rand des Küchentuchs getragen wird. Also der steht nicht über und der Laptop liegt komplett auf dem Küchentuch drauf. Wichtig dabei ist, nur Baumwolle, beziehungsweise falls ihr eine ESD-Matte habt, also dass ihr eine leitende Matte habt, die ihr falten könnt, könnt ihr die natürlich auch nehmen. Vermeidet allerdings jegliche Plastikfaser oder FL-ähnliche Faser, denn die Plastik des Laptops könnte sich daran aufladen. Als erstes entriegeln wir den Akku, schieben den nach oben raus, drehen das Ganze nochmal um. Aufgemacht, Start gedrückt, um Restspannungen zu entladen. Wieder zu. Ich beginne mit einem recht großen Schraubendreher unten die Wartungsklappen abzuschrauben. Das hier ist die für die Festplatten. Die kann man anheben an der Stelle. Allerdings kann die so festhängen. Ihr könnt die unter Umständen nicht so leicht rausbekommen. Dann empfehle ich euch so einen kleinen Plastikhebel. Und dann wandert ihr einfach hier unten in der Kante lang und hebt dadurch diese Ecken hier, die drei, aus den jeweiligen Haltepunkten. Nehmt dafür keinen Schraubendreher, dann zerkratzt ihr euch das Gehäuse. Wirklich irgendwie Plastik, was möglichst schmal ist, also eine alte EC-Karte oder so, tut es vielleicht auch. Aber klare Empfehlung ist so ein Hebel. Unter dieser Klappe hier befindet sich WLAN-Modul und RAM. Wenn es mit leichtem Hin- und Herwackeln nicht reicht, wieder unser kleinen Hebel angesetzt. Und da haben wir es ab. Da fehlt schon eine der Haltenasen. Mal schauen, ob da jemand dran war schon oder es bei der Produktion vielleicht war oder ob sie uns irgendwo entgegenkommt. Als nächstes löse ich den Rahmen der Festplatte hier unten, diese eine Schraube. Und dann, halt, zwei Schrauben, Entschuldigung, gerade gar nicht gesehen. Die sind länger. Zumindest die untere hier ist länger, also die müsst ihr ein bisschen extra legen. Die obere ist genauso kurz. Vorsichtig nach hinten ziehen und dann habt ihr schon eure Festplatte. Die ist hier drin nur eingeklebt, also seid vorsichtig, was das angeht, dass ihr sie nicht beschädigt. Als nächstes nehme ich... Erde ich mich nochmal zur Sicherheit und nehme dann den RAM raus.
Der kommt einem nicht ganz so leicht entgegen. Seid da vorsichtig. Als nächstes macht euch ein Bild von den Kabeln. Nochmal hier, für die, die es vergessen haben und jetzt nachgucken. Rechts grau, links schwarz. Und nehmt das WLAN-Modul raus. Die Kabel löst ihr, indem ihr sie greift seitlich am Kopf und leicht nach zieht, während ihr sie leicht dreht oder dran wackelt. Dann kommen die alleine hoch. Dann lösen wir die Schraube. Und ziehen das auch raus. So. Normalerweise würde man jetzt anfangen, alle Schrauben zu lösen, aber da bei dem Gerät hier ein paar Schrauben versteckt sind, nehme ich mir jetzt meinen flachen Schraubendreher, versuche, ohne sie zu beschädigen, diesen Gummiplopp hier rauszuholen, diesen Gummifropfen. Na, da kommt er schon. Der ist unten festgeklebt, also da braucht er ein bisschen Kraft, aber versucht ihn halt, wie gesagt, nicht kaputt zu machen, denn drunter befindet sich die Schraube, die unser Laufwerk hält. Wenn die raus ist, können wir das Laufwerk rausziehen, denn unter dem Laufwerk befinden sich nochmal drei Schrauben. Und auf los geht's los. Wir lösen jetzt der Reihe rum alle Schrauben des Gehäuses. Jetzt geht es auf der Vorderseite weiter. Wir wollen als nächstes die Tastatur rausnehmen und da sind dort so kleine Ecken, die müsst ihr reindrücken. Müsst die Tastatur im Endeffekt dran vorbei. Nehmen wir wieder unsere Plastisparte, oder besser gesagt, Plastehebel. Hier kam sie schon. Besser ist immer am Rand anfangen, diese kleinen Plastikpunkte reindrücken und dann sachte die Tastatur anheben. Wirklich sachte, denn ihr wollt sie nicht rausreißen. Unten ist ein Kabel drin. Und wir wollen natürlich auch die Tastatur nicht beschädigen. Na, wo hängt sie noch? Hier in der Mitte, scheinbar. So. Könnt ihr sie so leicht nach oben abziehen
vorsichtig klappen. Da seht ihr das Kabel schon. Und dann hebt ihr einfach nur ganz leicht das Ganze an und hebt sie raus. Und ihr seht schon, der Lüfter hier, der schreit schon Dreck. Tastatur zur Seite gelegt. Jetzt beschäftigen wir uns mit den ganzen Flachbandkabeln hier. Wer möchte, kann dafür eine Pinzette nehmen. Ich werde mir vermutlich für den Zusammenbau dann auch wieder eine nehmen. Die ganzen Kabel entriegelt ihr, indem ihr einfach an diesen beiden hellen Punkten am Rand die Verriegelung aufmacht und dann greift ihr an diesen schwarzen Plastikhilfpunkten und zieht das Kabel einfach raus. So, jetzt haben wir hier, hier, hier und hier noch Schrauben, die wir lösen müssen. Das ist jetzt diese Größe. So. Wenn die Schrauben alle raus sind, heben wir ganz sachte und vorsichtig den Deckel hier an und arbeiten uns da Stück für Stück rum. Sucht euch eine Ecke, bei der ihr beginnt und dann ganz vorsichtig das Ganze rausgearbeitet. Ihr wollt nicht zu viel ziehen, drücken. Nach Möglichkeit soll er alleine rausspringen. Ihr seht, da vorne ist noch eine Ecke, wo es hält. Schauen wir unten nochmal nach, dass wir nichts vergessen haben. Nee. Sollte alles soweit okay sein. Gefühlvolles Wackeln bringt einen zum Ziel, denn es handelt sich um diese drei kleinen Nasen da. Die greifen dort rein in den Akkuschacht und die müsst ihr dann gefühlvoll entfernen. Entschuldigt bitte die Nebengeräusche, das ist mein werter Kühlschrank, der meint jetzt gerade, sich zu Wort melden zu müssen. Und hier sehen wir schon den Anfang für unsere Saubermachaktion. Also die Kamera ist jetzt auch komplett staubig. Wir machen es jetzt erstmal so, wir lösen noch die Kabel. Dann werde ich hier erstmal den Raum lüften ein wenig und dann machen wir weiter. Die Kabel sind wieder wie gehabt. Das hier ist eins zum nach oben biegen. Das hier oben ist eins, das schiebt ihr einfach Richtung Display. Genauso wie das daneben. Das ist das Display-Kabel an sich. Einfach Richtung Display rausschieben an den Ecken und so leicht nach oben fädeln und dann ist es schon aus dem Weg. Und jetzt warten wir erstmal ab und machen das Ganze dann später weiter. Wie ihr seht, bin ich schon mal mit Compressed Air drüber. Ihr könnt natürlich auch einen Pinsel nehmen und das Ganze sauber machen. Wichtig natürlich so Plastikflächen und sowas auch sauber machen. Aber wir werden erstmal das Mainboard lösen und freundlicherweise hat Asus an jeder Stelle, wo wir es lösen müssen, uns so eine Dreiecksmarkierung gemacht. Das sind die Schrauben, die wir rausnehmen müssen. So, wenn ihr dann die ganzen Schrauben gelöst habt, kann man hier das Ganze anheben. Wenn diese raus ist,
ist das Ganze einfach. Die hier hätten wir gar nicht lösen brauchen. Also wieder rein damit. Das ist nämlich einfach nur die Schraube von einem Stecker. Bevor ihr es dann aber raushebt, schlussendlich noch hier vorne den Lautsprecheranschluss abfädeln. Der ist ein bisschen schwergängig. Und nochmal kontrollieren, dass wirklich alle Kabel ab sind. Ja, sieht gut aus. Also, das Flachbandkabel zur Seite. Und wir sehen, der Lüfter verbleibt, also müssen wir den rausnehmen vorher. Die großen Schrauben hier raus, dann können wir den Lüfter entfernen. Das Kabel noch gelöst. Gleich mit. Ah, der will nicht. Zieht in solchen Fällen nicht an den Kabeln, sondern wirklich nur am Stecker, denn ihr wollt nicht zwangsmäßig das rausnehmen. Ja, dann muss er jetzt erstmal dranbleiben. Wir heben es ab, denkt an die eine Schraube, die da noch drin ist, dass das Ding irgendwo hinfällt. Und da sehen wir es schon. Hier ist eine ziemliche Menge Dreck drin. Na, der, wenn er gar nicht abgehen will, dann muss man vorsichtig sein. Dann nehmen wir das Ganze jetzt so raus. Passen auf, dass er nicht durchstürzt. Das Ganze vorsichtig zur Seite gelegt. Denkt auch dran, jetzt wird euer Gehäuse instabil. Packt das erstmal zur Seite, denn jetzt kippt es. Als nächstes das noch zur Seite und jetzt drehen wir das Ganze mal um und schauen uns die Kühllösung an sich an. Ihr seht, der Kühler verläuft komplett flach, deshalb bin ich da auch ziemlich zuversichtlich, dass wir hier keine Wärmeleitpads drunter haben, sondern nur Wärmeleitpaste. Also probieren wir einfach mal auf los geht's los. Drückt nicht zu doll auf, wenn ihr die Schrauben löst, weil ihr wollt das Mainboard nicht durchbiegen. Okay, also wir haben hier unten ein Pad. Das ist zerdrückt. Da werden wir wohl ein neues machen müssen. Und ansonsten, das beides sind nur Pasten. Weil, wenn ihr seht, das Pad ist da komplett durchgedrückt und da war schon Chip auf kühler Kontakt. Da ist nicht mehr viel zwischen. So, bevor wir jetzt das Ganze weiter irgendwie zerlegen, Druckluftspray aus der Dose und den ganzen Kühler sauber gemacht. Haltet dabei den Lüfter immer fest, dass er sich nicht drehen kann, denn ihr wollt unter allen Umständen vermeiden, dass das Ganze irgendwie sich zu sehr dreht, dass die Kraft zu groß wird auf den Kühler selbst, also auf den Lüfter, denn das Lager ist nicht für die Umdrehungszahlen so hoch ausgelegt, die arbeiten ja bei relativ kleinen Drehzahlen. Dass das Kabel noch dran ist, macht es für mich jetzt nicht einfacher, das Ganze sauber zu machen. Für den Fall aber, dass ihr das Ganze besser lösen könnt, ihr könnt den Kühler auch, indem ihr diese drei silbernen Schrauben, oder den Lüfter, indem ihr diese drei silbernen Schrauben löst, halt, drei, zwei natürlich nur, das ist mir sich mal wieder versprochen, kommt ja nicht so selten vor, und dann das Ganze so abhebt nach hinten, auch
zugänglich machen allgemein, da besser rankommt. Hier noch diese Klammern gelöst. So. Und jetzt kann man hier noch den extra Schritt machen und wirklich die Rotorblätter abbürsten. Was bringt das? Erstens, ihr löst natürlich wieder Staub raus, der schon mal wieder fehlt. Und zweitens, diese Staubschicht auf den Rotorblättern ist halt auch geräuschbildend. Also im Endeffekt, da kann es auch sein, dass halt dadurch lauter wird. Innenseite vom Metall auch. Das Ganze wieder drauf gefädelt. Denkt dran, die Klappe hier muss unter den Kühler, also unter die Kabel. Heute ist ein schwieriger Tag für mich und meine Wortwahl. Solange bis ihr es merkt, dass es in Position gefallen ist oder so leicht geknackt hat wie gerade eben, dann wieder die beiden kleinen silbernen Schrauben rein. Kleiner die Schraube, umso größer das Gefummel, um sie einzufädeln. Dann legen wir den schon mal wieder in Position. Und dann machen wir uns Gedanken, wie wir das sauber machen. Am besten ein Küchentuch. Etwas Isopropylalkohol drauf. Und dann kann man hier schon, es dürfte die SOC sein, das Ganze runternehmen. Die ist schon in Windeseile sauber. Hier das Pad ist schon sehr hart. Das ist eigentlich noch weich genug, aber das kommt auch runter. So. Jetzt sind die drei schon mal sauber. Jetzt gilt selbiges noch für den Kühler. Den müssen wir auch sauber machen. Ihr seht schon, da hängt richtig viel Dreck drin. Normalerweise würde ich sagen, einfach Pinsel nehmen, drüber streichen, aber in dem Fall ist der Pinsel schon nicht mehr genug, da müsste definitiv schon mit Compressed Air dem Ganzen zu Leibe gerückt werden. So, jetzt machen wir die Flächen wieder sauber. Eine ziemlich dicke und große Menge Wärmeleitpaste drauf. So, das letzte bisschen hier kratzen wir erstmal das zur Seite, was noch da ist. Teilweise ist es hart, am Rand ist es noch weich. Keine gute Kombination, andersrum wäre mir lieber.
sag ich ganz ehrlich. Und nehmt dafür kein Metall, denn ihr wollt die Oberfläche des Kühlers nicht zerkratzen. Kein Metall-Schraubendreher oder Spatel oder so nehmen, sondern wirklich nur Plaste. Also ein Material, was weicher ist als das Kupfer, beziehungsweise die hier vernickelten Teile. Oder ist das Nickel? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das hier beschichtet ist. Könnte von dem Gewicht her auch einfach nur Alu sein. Dann machen wir uns mal wieder an den Zusammenbau. Als allererstes beginnen wir damit, die drei Chips mit Wärmeleitpaste zu versehen. Ich nutze hier Wärmeleitpaste, rate euch aber definitiv, nehmt für den Chip ein Wärmeleitpad und für den gegebenenfalls auch. Es können immer Ströme fließen über den Kühler, deshalb solltet ihr auch davon Abstand nehmen, irgendwelche elektrisch leitfähigen Wärmeleitpasten zu nutzen. Achtet darauf, dass sie isolierend ist und dass ihr halt wirklich ein Wärmeleitpad an der Stelle hier zumindest nutzt. Kann jeder halten, wie er will. Ich habe gute Erfahrungen mit der Wärmeleitpaste gemacht, weise euch aber wirklich darauf hin. Ihr solltet das wieder reinpacken, was auch drauf war. Qualitativ hochwertiges Wärmeleitpad, qualitativ hochwertiges Wärmeleitpad und passend dazu Wärmeleitpaste. Die Abstände von den Chips her sind nicht besonders groß, also die liegen alle ziemlich in einer Fläche. Von daher solltet ihr beachten, dass wenn ihr da Wärmeleitpads nehmt, dann wirklich die dünnste Größe nimmt und die passende Menge Wärmeleitpaste auftragt. Auch das ist einer der Gründe, warum ich sage, ich bleibe an dieser Stelle bei Wärmeleitpaste. Na, das war schon zu viel. Können wir gleich hier noch mitgeben. Das ist immer schwierig zu dosieren bei diesen Spritzen, erst recht bei so einer zähflüssigen Wärmeleitpaste wie dieser hier. Von daher versuche ich jetzt das Ganze so zu verteilen, dass es halbwegs passt, beziehungsweise nehme alles Überschüssige ab. Da hier das Pad drauf war, kann hier zum Anfang ruhig ein bisschen mehr. Das drückt sich weg, das Überschüssige. Das nächste machen wir die GPU. Ihr seht schon, das ist viel zu viel. Man kann auch einfach nur einen Klecks in die Mitte machen, wie man will. Die besten Ergebnisse hat man allerdings immer, wenn man diese Variante verfolgt, dass man es halt wirklich verteilt. Und da ist man dann auch sicher, dass wirklich überall was ist. Ihr wollt so dünn wie möglich, aber so dick wie nötig arbeiten. Was meine ich damit? Wärmeleitpaste ist in gewisser Weise ein auch nicht so gutes leitfähiges Medium wie direkter Kontakt. Allerdings, wenn ihr Flächen habt, die mehrere Chips auf einem Kühler, sag ich mal, berücksichtigen müssen, dann müsst ihr genügend Wärmeleitpastenmenge haben, dass der Luftspalt überwunden wird. Das bedeutet ganz simpel gesagt, dass im Endeffekt nirgendwo Luft ist, weil Wärmeleitpaste ist zwar ein schlechterer Wärmeleiter als Metall auf Metall, was wir hier sowieso vermeiden wollen, ne? Denkt an den Strom, der fließen kann, ist aber ein besserer Wärmeleiter als Luft zu, also Chip zu Luft zu Metall. Das ist ein bisschen schwieriger, von daher da einfach ein bisschen aufpassen. Wenn ihr das Ganze macht, ihr wollt in der Mitte immer mehr Wärmeleitpaste haben als am Rand und ihr wollt vermeiden, dass irgendwelche Luftblasen entstehen können. Warum? Wenn ihr in der Mitte mehr habt als am Rand, dann drückt sich die überschüssige Menge raus. Wenn ihr aber Hohlräume habt, also in der Mitte weniger als am Rand zum Beispiel, dann führt das dazu, dass die Wärmeleitpaste Lufteinschlüsse bildet und dann an der Stelle auch nicht gut mehr so gut leitet. Nehmen wir uns unseren Kühler. So gut es geht, wie gesagt, die Kontaktflächen sauber machen. Ihr wollt ein Vermischen von Wärmeleitpasten auch immer vermeiden. Und dann
setzen wir das Ganze erstmal auf. Durch diese vier Halteschrauben hier fällt das Ganze schon ziemlich in Position. Jetzt können wir es nochmal abheben und sicherstellen, die Chips haben okay Kontakt. Wenn wir sie festschrauben, ist der Kontakt definitiv da. So, und jetzt seht ihr hier eine Zahlenreihenfolge. Die Reihenfolge sagt, in welcher Reihenfolge der Kühler verschraubt werden muss. Das bedeutet, wir beginnen mit der 1. Setzen die an. Festziehen will ich sie noch nicht. Dann kommt die 2. Und zu guter Letzt die 4. Wenn ihr genau hinguckt, die Schrauben haben einen Anschlag, also die schraubt ihr einfach so lange fest, bis nichts mehr geht. Also nicht übermäßig festbrummen, das sollte klar sein, aber halt, wenn der Druck stimmt, dann sind sie an der richtigen Position. So, die sind jetzt schon mal in Position. Als nächstes diese und diese, das waren solche Schrauben. Als Reihenfolge 5. Und 6. So, und jetzt ist der Kühler wieder komplett verschraubt. Wie gesagt, Wärmeleitpad passt in ausreichender Menge. Solltet ihr eigentlich machen, ich habe es nur so, weil ich die Wärmeableitung da auch besser finde bei der Kombination. Jetzt drehe ich das Ganze schon mal um, denn auf der einen Seite sind wir so gut wie fertig. Jetzt gehen wir hier nochmal drüber, einfach, dass die Sauberkeit auch stimmt. So könnt ihr alles abstreifen, einfach immer mit dem Pinsel drüber arbeiten oder halt Druckgasreiniger, also Compressed Air nutzen. Und wir machen jetzt alle Teile eigentlich erstmal so ein bisschen sauber. Achtet mal drauf, dass der hier euch nicht flöten geht, wenn ihr den auch nicht abkriegt. Das macht bei mir die ganze Sache gerade schwieriger. Jetzt nehme ich mir mal den oberen Teil des Gehäuses und auch dieses Druckgasspray neigt sich langsam dem Ende. Und für die harten Teile wieder hier unten, seht ihr schon, da kommt noch ganz schön was raus. Einfach alle Teile so ausbürsten, da brauche ich euch, glaube ich, nicht viel zu erzählen. Arbeitet euch behutsam durch, ihr wollt keine Kabel abreißen oder Stellen irgendwie beschädigen und ihr wollt nach Möglichkeit jede Stelle abarbeiten. Passt doch auf bei den Lautsprechern, Nummer 1, Nummer 2, wenn ihr darüber streicht, ihr wollt die Membran nicht beschädigen, ihr wollt nur den Staub weg haben. Also da wirklich ganz sanft arbeiten, keinen Druck aufwenden und durcharbeiten durch das System. Ich mache das fertig, mache alle anderen Teile sauber und dann hole ich euch wieder dazu.